So, da sind wir auch wieder. Wir haben ja beim letzten Mal hier dieses dicke Etwas besiegt, diesen vierarmigen, mag mal Kaloppelheinz, wie auch immer, ich weiß es nicht, wie man den auch nennen soll. Und haben jetzt natürlich hier noch einen Zettel auf dem Brief, einen Zettel auf dem Brief, ja klar, ein Brief auf dem Tisch. A.K. Hi Dad. Als ich von meinem Nickerchen aufwachte, war das Fenster des Hinterzimmers zerbrochen. Ich werde wohl nach Mom suchen müssen, aber weit kann sie noch nicht gekommen sein. Ich bin mir sicher, sie wird auf mich hören, wenn ich sie gefunden habe. Wenn ich ihr Essen bringe, sieht sie mich manchmal komisch an, so als würde sie sich an mich erinnern. Hin und wieder steckt sie sogar ihren Arm zur Luke aus und versucht meine Hand zu nehmen. Aber ich tue dann immer das, was du gesagt hast. Ich bleibe hinter der weißen Linie und schiebe das Tablett mit einem Stock nach vorne. Sie weint dann immer. Ich hoffe, ihr wird es bald wieder besser gehen. Mach dir keine Sorgen, Dad. Ich werde sie finden und zurück nach Hause bringen. In Liebe, Rachel. Ein Wissenspunkt. A.K. Okay, also keine Ahnung, was jetzt hier abgegangen ist. Achso, hier kommen wir wieder raus. Das ist auch interessant abgegrenzt, ne? In den Keller müssen wir noch mal. Aber welche weiße Linie meint die denn? Wieso haben die Wale im Keller gehabt? Weil das sind definitiv Walfische. Kannst du machen, was du willst. Das sind kleine Babywale. Mehr kann ich nicht bei mir tragen. Alles klar. Er hat seinen Beruf geliebt. Jetzt ist aber die gute Frage, habe ich jetzt damit eine Mission abgeschlossen hier? Oder beziehungsweise einen Fall abgeschlossen? Ja, habe ich abgeschlossen. Ich war eine Frau eingesperrt in einem Zimmer. Infiziert und dahinsiechend. Mein Körper verwandelte sich. Es juckte schrecklich. Bla bla bla. Verzweifelte Frau. Also, ich habe den Punkt gefunden. Auch interessant. Gedankenspiele haben wir leider noch kein weiteres gefunden. Dann das nächste, die Vision. Alleingelassenes Kind. Die Visionen stellen mich auf eine harte Probe und bringen alte Ängste zurück an die Oberfläche. Als ich noch klein war, hatte ich Angst, alleingelassen zu werden. Ich dachte, meine Eltern würden einfach gehen und nie mehr zurückkommen. Als ich heute im östlichen Teil des Bezirks Coverside unterwegs war, genauer gesagt an der Kreuzung St. Elmo Lane und Kingsport Street, hatte ich plötzlich eine Vision. Ich war allein in einem Zimmer eingesperrt und hatte Hunger und Angst. Und vom Gang hörte ich Kratzgeräusche und schreckliches Geschrei.
Ich konnte weder weglaufen noch mich verstecken und wartete sehnlich auf die Rückkehr meiner Mutter. Also Cover Side zwischen St. Elmo Lane und Kingsport. An der Kreuzung St. Elmo und Kingsport. Cover Side. Lincoln. Old Church. St. Elmo und Kingsport, genau da. Gut, ich glaube, da kann ich aber Schnellreise hinmachen, ne? Jo. Jetzt weiß ich wenigstens, warum die Schränke und alles drum dran so schnell nachspawnen. Man braucht das. Ey, wenn jetzt gleich nochmal so ein großes Vieh kommt wie gerade eben. Na, herzlichen Glückwunsch. Danke zum Nicht-Geburtstag. Viel Glück für dich. Ach, hier ist auch permanent nur schlechtes Wetter. Aber ich glaube, hier gibt es größere Probleme als das Wetter. Devil's Reef. Erst links und dann rechts, alles klar. Jo, feg die Straße, Junge. Grüß mir die Sonne. Also in die gesperrten Zonen sollte ich wirklich noch gar nicht reingehen. Ein Restaurant. Okay. Jetzt ist bloß nur die gute Frage. Wohin? An dieser Kreuzung soll es ja sein. Warte mal, hier ist doch mal Überweg. Boah, ich will hier nicht schwimmen gehen. Ich habe hier gerade was gesehen. Achso. Achso, da kann ich jetzt einfach drüber laufen und ja, das war's eigentlich auch. Bin ich eigentlich überhaupt richtig? Ja, St. Elmer und Kingsport. Ah, ich vermute mal, das wird hier sein. Ja, so sieht es zumindest aus. Wenn ich nicht viel Schuss habe, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Okay, wieder ein Loch im Fußboden. Ich wollte doch gerade sagen, das ist doch genau das, ist doch das, wo wir schon mal waren. Da haben wir eine baumelnde Vision von uns. Und zwar die, dass wir Selbstmord begehen. Da ist ein Brief. Hier ist nochmal eine Kiste. Hier ist nochmal eine Kiste. Irgendein komisches, unverständliches Zeichen. Aber wir nehmen erstmal den Brief. F.M. Ich weiß nicht, wo Mom und Dad hin sind. Mom hat mir die Stian... Ich denke mal, die Stirn geküsst und Mr. Teddy gegeben. Und ist dann weg. Das war schon vor vielen Tagen. Ich bin mit Mr. Teddy ganz allein. Uns ist kalt. Und wir sind nass. Decken wären jetzt echt toll. Falls du nett bist und diesen Brief findest. Also, ich wohne in dem braunen Haus mit den vielen Blumen. Aber die sind jetzt nass. Und traurig. Ich heiße Timmy. Oh, der kleine Timmy! Und wenn du mir helfen tust, können wir beste Freunde sein. Aber bloß keine Monster mehr. Ich bin schon ganz rot und klebrig. Oh, nee. Timmy wurde von den Monstern voll gesabbert und selber zu einem Monster geworden. Oh nein. Armer Timmy. Ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn man den Namen Timmy trägt, hat man kein langes Leben. Da ist bestimmt wieder so ein Monster hier durch den Fußboden gekommen. Ah, dass sie auch nicht die Buden reparieren. Braune Haus mit den vielen Blumen davor. Ich sehe ja keine Blumen. Gut, da haben wir das nächste Portfolio geschafft. Ein kleiner Timmy. Was kommt als nächstes? Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich habe Angst, dass mich jemand verfolgt. Und zwar seit ich im westlichen Teil des Bezirks Advent unterwegs war. Ich glaube, Advent will ich noch gar nie hin. Wartet mal ganz kurz. Bevor ich jetzt hier... alles doppelt 35 Mal vorlese, gucke ich erstmal, was hier noch alles in Hoverside ist. Ja, in Coverside. Und hier ist Old Grove. The Shells.
Reed heißt. Das ist wieder hier hinten. Will ich auch noch nie hin. Na, ja, manche Bezirke will ich noch nie, weil das ist alles so weitläufig. Reed Highs. Advent. Reed Highs. Grimhaven Bay. Und das ist... Das ist Coverside. Die zwei könnte ich noch machen. Die anderen sind alle so noch sehr weit, noch relativ weit weg. Also machen wir erstmal noch Grimhaven Bay. Innsmouther Geschichte. Die Innsmouther von hier machen mir Angst. Noch nie war ich an einem Ort, an dem sich so viele kranke Menschen tummeln. Ihre Gesichter verfolgen mich sogar in Visionen. Neulich war ich im nördlichen Teil des Bezirks Grimhaven Bay unterwegs. Als ich die Whisper Street entlang ging, hatte ich eine Vision und schaffte es kaum in die Hubert Avenue. Ich sah wie ein Innsmouther aus und war umgeben von diesen Fischmenschen. Ihr Anführer las eine Geschichte vor, in der ein Kapitän an heidnischen Ritualen teilnahm. Er hatte Beischlaf mit wilden Hexen und Bestien und brachte Opfergaben dar. Ich erinnere mich noch an seinen Namen. Orbit. So. Die Whisper Street. Kreuzung Hubert Avenue in Grimhaven. Hier geht's los. Geht's hier unten? Und dann geht's hier. Nee, dann ist hier vorbei. Nee, das ist auch schon wieder Wharf Street. Whisper Street geht hier lang. Hier. Oh Gott, nee. Im befallenen Gebiet. Okay. Das klappt wohl auch nicht. Also ich sollte doch eher diese ganzen Sachen sollte ich doch sehr weit hinten ranhängen. Mystische Bücher genauso. Dann kümmern wir uns erstmal hier rum. Genau, wir müssen zu Kapitän... Kapitän Sanders. Ich habe jetzt gerade das Gefühl gehabt, bei mir läuft hier gerade einer rum. Komisch. Ja, wird wohl bestimmt jemand sein, der gerade eben nach Hause gekommen ist. Wir haben es ja schon. Ne, 12.48 Uhr. Doch, das könnte jemand sein. Achso, ja, da müssen wir wieder ins Krankenhaus zurück. Karte, wo sind wir? Ach, wir sind doch in der Nähe vom Krankenhaus. Nee, nach dem letzten Kampf bin ich ein bisschen vorsichtig. In der Hinsicht hier mit Munitionshaushalt und so.
Weil ich habe ja kaum noch Munition und da kann ich jetzt nicht den großen Weltkrieg hier loslassen. Und man sieht ja, wir können kaum was bei uns tragen. Hören Sie auf! Warum? Ich habe doch nichts gemacht. Hab dich doch nur angeguckt. Und genauso fahre ich auch Auto. Puff. Beziehungsweise parke ich meine Autos. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Okay, wir müssen jetzt nach oben. Und jetzt befragen wir einfach mal die Leute. Ich muss mich ausruhen. Ich muss mich ausruhen. Okay, mit dem geht's nicht mehr weiter. Kann ich mich nicht mehr weiter beschäftigen? Oh, mein Magen. Ich werde nie wieder Blutegel essen, nein, Sir. Sollte man auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt Blutegel schmecken. Aber wir haben ja schon verifiziert. Rein theoretisch müsste der eine Typ hier oben das sein. Und zwar er. Kratzen Sie mich. Bitte, bitte, nur hier. Das Jucken macht mich noch wahnsinnig. Bitte lassen Sie ihren Rock. Oh je, was ist mit Ihrer Schulter passiert? Das war ein Verrückter. Bei einer Schlägerei in der Bar. Hat mich böse an der Schulter erwischt. Mm-mm. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche nach jemandem. Kapitän Sanders. Kapitän Sanders? Nie gehört. Ich bin Joseph Willow. Vielleicht sollten Sie sich woanders umhören. Gute Besserung. Okay. Stimmt, wir müssen das Archiv durchsuchen. So, Archiv. Kapitän Sanders verletzt. Patienten. Behandlung. Gibt's auch noch. Leichenhalle, Irrenanstalt, Genesung, ich sag Behandlung. Grimhaven Bay, Verletzter. Peter Crowley, männlich, 29, aus Oakmont. Multiple Verbrennungen und Brüche im Brustbereich und Gesicht. Infolge einer Explosion mehrere Eingriffe vorgenommen. Darunter Wundbehandlung und Gesichtsoperationen. Prognose gut Bettruhe empfohlen. Joseph Willow, männlich, 39, Neuankömmling, tiefe Schnittwunde an der rechten Schulter, Schlüsselbeinfraktur, Schulterblattfraktur, Schnittwunde, genäht, Knochenbrüche, gerichtet und verbunden, keine Anzeichen einer Infektion, Prognose gut, Bettruhe empfohlen. So, da haben wir schon mal den Hinweis aktualisiert. Mit ihm können wir nicht weiter reden. Ich muss mich ausruhen. Nein. Das stimmt, also leg dich hin. Aber alle Anzeichen. Es ist der. Schon komisch. In Ihrer Krankenakte steht etwas von einer Axtwunde. Wie sie sich auch ein gewisser Kapitän Sanders beim Hafenmassaker zugezogen hat. Raus mit der Sprache. In die Tiefen damit. Wer hat sie geschickt? Ich stelle hier die Fragen, Freundchen. Ist ja gut. Aber erst sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich will den Missionen auf den Grund gehen. Ich stelle Nachforschungen über die Expedition an.
Gut. Ich mache eigentlich beides, aber die Entscheidung sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.